Die Lage ist auf der Kippe. Die Leute sind verzweifelt, wütend und in der Kombination auch sehr mutig. Gerade die Frauen tragen diesen Protest massiv nach vorne. Und das ist eine sehr, sehr knifflige Situation, weil wir wissen und auch täglich sehen, dass dieses Regime auch sehr brutal zurückschlagen kann und das auch tut. Es gab ja in der Vergangenheit auch immer wieder Unruhen, Proteste. Was ist diesmal möglicherweise anders? Dass sehr viele Leute aus dem Regime selbst auch sagen, dass die Gesetze zu harsch seien, dass man die Frauen nicht so gängeln möge, dass die Gesetze für ein strenges Tragen vom Kopftuch sowieso nicht eingehalten werden würden und man möge sie jetzt wieder lockern. Allerdings ist nach meiner festen Wahrnehmung das Grundgefühl der Leute nicht, dass es Reformen geben kann. Die haben das Vertrauen darin verloren.